herzlich willkommen jetzt einer neuen Folge Cattle and Crops. Schön, dass ihr dabei seid hier auf Münsterland TV. Ja, wir haben jetzt einen Ladewagen dahinter gehangen und werden jetzt das Heu einsammeln. Genau, Heu ist es, deswegen habe ich so betont. Das Heu einsammeln bezüglich für den Verkauf an den Silagehändler am Hafen, denn er zahlt 70 Cent und das andere kostet nur, bringt nur 40 Cent irgendwie. Und wir müssen es dann nicht nochmal separat irgendwie packen, aufpacken, umpacken und so. Weil was wir nochmal gucken können ist, bevor wir es jetzt ganz machen, ich fahre mal hier weiter in der Zeit, ganz langsam. Und zwar haben wir ja hier Händler, so. Hier. Welche Menge da halt ist, ne? Das ist halt Heu. Ja, pro Kilo. Okay, ist auch pro Kilo. Nicht, dass es eine pro Ballen ist. Und das andere dann irgendwie pro Tonne oder so. Man muss es ja schon auf den gemeinsamen Nenner bringen. Warum fährt er jetzt hier nicht hoch? Ja, aber jetzt beschleunigt er. Naja, beschleunigen ist übertrieben, aber es geht eigentlich geschwindigkeitsmäßig nach oben. So. Oh, sind wir schon mal, Sam spielt mit irgendeinem Tierchen wieder. Und wir schauen jetzt hier, wie wir den einsatzbereit kriegen. Weil sieht doch gut aus. Das ist fertig gleich. Wo er aufhört, fangen wir da nämlich an. Nehmen wir erst die Rollgewände. Also wir können schon mal hier gucken. So, dann haben wir hier. Das passt. Das ist schon mehr. Dann müssen wir mal runter machen, ne? Irgendwie. Macht er irgendwie komplett. Macht er hier die Tür auf? Okay, das brauchen wir jetzt auch nicht. Mal auf die F ist das, glaube ich, ne? Auf die 9 legen. So. Lass das mal auf die F, auf die 8 legen.
Wir dann jetzt die vielleicht hier. Ist ja schon ganz unten, ne? Da durch hier. Also wir können maximal die 9 noch anmachen. Macht auf jeden Fall. Okay, das klappt schon mal, das ist gut. Das auch nicht. Oder das wollte ich nicht einschalten. Und jetzt auch, glaube ich, hiermit ganz gut wegnehmen. So passt. Ich glaube, einen Ladewagen zu kaufen ist dann das Sinnvollere, ne? Läuft auf jeden Fall jetzt, ne? Wiebke ist wahrscheinlich schon am Kaffeetisch.
muss da nochmal Schwung holen. Ach ja, sehr schön. Stimmen sich fein, 2 Stunden los und ich habe noch nicht mal gepackt. Aber 4 sollte es eh nicht sein. Hier liegt jetzt nicht ganz so viel, aber es liegt was, ne? Von daher nehmen wir es mit. Ach ja. Der Eimer bringen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge weg. Dann wissen wir, ob es funktioniert, ne? So, was haben wir hier? Wahrscheinlich die ganzen Mietsachen, ne? Ne? Auch hier erhalten, Mietfrist. Okay. Abgeschlossen, ja. Was haben wir hier? Sehr schön. Ist bald voll. Rabimmerabammerabum.
Ach ja, so. Das ist bald voll, ne? Das Gute ist, wir haben alles sehr gut getrocknet. Bis jetzt haben wir 0% Feldgras. Schon mal gut aus hier. Boah, ganz schön zu kämpfen hier. So viele Berge sind doch hier gar nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, da fahren wir halt. Ist halt so auch im Real Life, ne? Wenn Assistenzsysteme nicht wollen, dann wollen sie nicht. Geht einem ja auch mit der einen oder anderen Assistentin so, ne? Wenn man eine hat. Hat er gewartet? Er hat mich observiert. Durch. Ja, muss ja auch Vorteile haben, wenn man schon Trecker hat. Ne? Fahren wir hier rein. In die Balm. Hier drüben rein. Da bin ich mal gespannt.
Naja, reich werden wir dadurch nicht. Boah, ist jetzt so 2000, ne? Können wir mal hier nachgucken, glaube ich. Einen Ruf haben wir bekommen, dafür ist es natürlich gut. Rückabzug gab es keinen. 1938, ist doch cool. Das heißt, wir können jetzt wieder hier zu Felddings fahren, zu Felddings. Hier. Hier hin. Ja, und ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, das hat euch ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann lasst noch den Daumen da und wir sehen uns wieder, wenn ihr mögt, schon in der nächsten Woche. Genießt den Sonntag. Bis dahin. Tschüss, euer Steffen.